Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zu einem Video von Nerdfallmedizin. Hallo, servus. Neben mir sitzt, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle schon, Chris Engelen, Anästhesist, Notfallmediziner und Airway-Spezialist. Ja, schauen wir mal. Und diesmal haben wir ein ganz spezielles Video vorbereitet, nämlich auf eine Bitte von einer Kollegin zum Thema Tonsillektomie-Nachblutung, wenn ich es jetzt auch aussprechen kann. Genau, quasi passend zur Winterzeit und selber ein bisschen verrotzt am Wochenende. Dazu die Nachblutung nach Tonsillektomie, die einen ja doch manchmal, wenn es blöd läuft, tatsächlich ereilen kann. Mhm. Genau. Also spannenderweise ist so, wenn man ein bisschen liest, Nachblutung nach Tonsillektomie ist gar nicht so selten, also bis 15% danach, also sozusagen okay. Je älter die Patienten werden, so bis 20, 25 Jahre, desto häufiger ist es. Das sind halt oft so, naja, ein bisschen Blutungen, das kennt man auch, so ein bisschen Blutspucken mal. Das gibt es auch, hat man sicherlich auch häufiger im Notarztdienst, dass man da hinfährt und sagt, naja, gut, kommt halt ein bisschen Blut, aber mitnehmen. Die schweren Nachblutungen sind sicherlich mit unter 1% da irgendwie vertreten. Aber wenn es schwer blutet, hat man gleich ein Riesenproblem, weil man dann natürlich gleich mal ABC-Probleme zusammen hat. Ja, also quasi. Weil Blutung, weil Atemverlegung und vielleicht Aspiration. Genau, kommt alles zusammen, hat quasi von allem was. Und das will man jetzt eigentlich nicht wirklich haben. Und wenn es blöd läuft, Tonsillektomien werden ja gerne auch bei Kindern gemacht, hat man es noch mit einem kindlichen Patienten zu tun, dann ist halt mal extrem, für alle Beteiligten kein schöner Notfall oder überhaupt keine schöne Situation. Aber ist auch mit ein Grund, dass Tonsillektomie-Nachblutungen schon häufig vorkommen. Ist wohl auch mit ein Grund, dass sie eben heutzutage auch deutlich weniger gemacht werden als früher. Ja, also ich selbst bin nicht tonsillektomiert worden, als ich klein war, aber weiß schon, dass es früher häufiger gemacht wurde. Dass die Indikationen doch jetzt deutlich enger gestellt werden. Und was du mir vorher noch erzählt hast, Chris, ist, dass die Blutungen jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Tage danach auftreten, sondern teilweise halt auch noch deutlich verzögert, oder was hast du da? Genau, also ich habe eben ein bisschen mal geguckt und ein bisschen geforscht und es ist tatsächlich so, dass diese Blutungen, dass es Fallberichte gibt, dass Blutungen bis zum 50., 60. Tag nach der OP noch auftreten. Und da muss man erstmal dran denken, wenn man dann da in so einer Situation ist, einfach zu fragen. Wichtig ist, denke ich, und das muss man sich merken, dass die schweren Blutungen ganz häufig, dass denen ganz häufig Warnblutungen vorausgehen. Okay. Bedeutet im Umkehrschluss, definitiv muss jeder Patient, der tonsillektomiert wurde und irgendwann im Verlauf, auch Wochen später nachblutet, auch wenn es nur ein bisschen was ist, definitiv mit zu einem HNO-Arzt, der muss sich das angucken, weil natürlich dann schwere Verläufe auch verhindert werden können. Okay, also die Warnblutung, denke ich, ist ein wirklich wichtiger Punkt für mich. Genau. Das wusste ich so in der Form auch nicht. Genau. Dass selbst, ja, also wenn man dort ist, da ruft jemand an, dann wird der mitgenommen und fertig. Okay. So Chris, was machen wir jetzt eigentlich? Also wir kommen da jetzt hin und da spuckt jemand so ein bisschen Blut. Genau, also ich denke, wie immer kann man so ein bisschen stufenweises Vorgehen machen. Das macht sicherlich Sinn. Ich denke, in den meisten Fällen wird es ein bisschen Blut sein, das gespuckt ist. Sehr viel Aufregung für die ganze Familie, gerade wenn es um ein Kind geht. Aber ich glaube, man muss auch versuchen, Ruhe auszustrahlen, wie immer, so halt die Grundlagen. Ob man jetzt zwingend einen Zugang legen muss und die Situation dann noch Stress reinbringen, eher nicht, wenn es nicht sein muss. Gerade für die bei den Kids, genau, volumentherapiemäßig. Ich glaube, so eine erste Stufe ist immer gut. Die berühmte Eiskrawatte. Ja, also das hilft immer, so ein bisschen einfach Eis oder kühl in den Nacken. Das ist sicherlich was auch von den HNO-Ärzten auch empfohlen wird oder auch in Leitlinien empfohlen wird, dass man das macht. Ich würde immer versuchen, den Patienten so lang wie möglich wach zu lassen, sitzen zu lassen, dass das Blut ausgespuckt werden kann, so wenig Stress wie möglich und dann eben flottestmöglich zum HNO-Arzt in die HNO-Klinik, dass man da eben danach gucken kann. Ja, und dann eben sozusagen, je heftiger die Situation ist, desto mehr Eskalation kommt dann in den nächsten Stufen dazu. Ja. Sag mal, es gibt ja jetzt, also zunehmend wird ja die Vernebelung von Supra, also sowieso, das kennen wir ja schon länger, auch gerade von den oberen Atemwegen und von Anaphylaxie, aber auch die Vernebelung von Tranexamsäure ist ja jetzt gerade bei Nasenbluten oder bei diffusen Lungenblutungen oder so, wird so zunehmend in, Klammer auf, Off-Label, Klammer zu, ja. Was denkst du dazu? Bringt das was? Ist das mehr so, Also ich habe es selber jetzt bei Blutungen noch nicht gemacht, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Tranexamsäure nicht, Supra ja mal, aber das hatte jetzt nicht so viel Effekt. Ich glaube, man kann es machen,
darf sich aber gerade bei schweren Blutungen nicht zu viel Effekt von erwarten. Ja, also Lungenblutungen, Nasenblutungen sind ja mehr so Schleimhautblutungen, da funktioniert es vielleicht besser mit der Vasokonstriktion. Bei einer massiven enoralen Blutung aus dem Operationsfeld, ja, da müsste man schon eher Tranexamsäure-Tupfer auflegen oder vielleicht unterspritzen mit Supra, aber jetzt da irgendeinem kindlichen Patient, der Blut spuckt, im Mund rumfummeln, zu Hause auf dem Küchentisch, um da irgendwie noch Supra einzuspritzen, das halte ich jetzt für eher Harakiri als wirklich sinnvoll. Man kann das sicherlich machen, gerade wenn man auf dem Weg ist ins Krankenhaus, mal sagen, Verneblermaske dran, Tranexamsäure in der Ampulle rein und noch aufsetzen, wenn der Patient es toleriert unter Blutspucken. Es sollte auf jeden Fall die Maßnahmen nicht verzögern. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Message irgendwie. Man sollte halt wie immer Maßnahmen nicht verzögern, weil also der entscheidende Part in dem Fall ist tatsächlich der HNO-Arzt, der reinguckt und dann halt Gefäße koaguliert, Gefäße ligiert. Und bei ganz vielen von diesen schweren Fällen ist es so, dass die Maßnahme der Wahl tatsächlich die Ligatur der Arteria carotis externer ist und dann, das geht präklinisch nicht. Das muss man im OP machen. Ja, also da, und wenn die Maßnahme der Wahl, genau, wenn die Maßnahme der Wahl eine Gefäßligatur ist, dann ist auch davon auszugehen, dass man da jetzt präklinisch auch nicht wirklich eine gute Maßnahme hat, um das zu umgehen. Okay, also zusammengefasst, die Stufe 1, die meisten Blutungen sind unspektakulär, vor allem mitnehmen. Genau. Zum Ausspucken und so weiter anregen, also nicht die Flachlagerung, sondern aufsetzen lassen, beruhigen und potenziell diese Eiskrawatte. Und über die Vernebler kann man probieren. Sprich nichts dagegen. Man sollte jetzt nicht hoffen, dass das jetzt die Situation rettet, aber das kann man so machen. Das wäre die Stufe 1. Genau. Okay, jetzt aber so ein bisschen die heftigere Stufe. Das ist jetzt jemand, der spuckt schon ordentlich Blut, ist so ein bisschen blass für dich. Ist aber noch wach, orientiert und befolgt noch deine Kommandos. Also so, wo du dir schon denkst, oh, das könnte jetzt eng werden, wir brauchen 15 Minuten bis zum HNO-Krankenhaus mindestens. Was sind so deine Gedanken? Was ist Stufe 2? Genau. Also ich denke, da spielt dann wieder eine Rolle, was ist das Hauptproblem? Habe ich eher ein Atemwegsproblem, Atmungsproblem? Oder habe ich eher das C-Problem, also den Blutverlust, macht das eine Rolle? Und so würde ich mich ein bisschen versuchen ranzutasten. Also Blutverlust, natürlich dann doch einen Zugang legen. Auch da würde ich jetzt gerade bei Kindern nicht lange versuchen, da Akupunktur zu machen, weil ich keinen Zugang kriege. Dann muss halt gebohrt werden, intraaussehere Nadel. Ja. Halte ich zwar nicht für einen besonders guten Volumenzugang, aber immerhin habe ich dann einen Zugang, dass man Volumen geben kann. Das spielt eine Rolle. Vielleicht, auch wenn die Patienten unruhiger werden, kann man versuchen, ein bisschen zu sedieren, wobei da dann wieder die Frage mit den Schutzreflexen besteht. Mhm. Also Ketamin oder Esketamin ist da vielleicht eine gute Option, mit ein bisschen Midazolam dazu. Und ich würde mir auf jeden Fall frühzeitig eine Atemwegssicherung richten lassen. Also Intubation richten lassen, Medikamente richten lassen, weil man ja weiß, dass es natürlich ein paar Minuten dauert und gerade wenn das Team weniger Erfahrung hat, dauert es einfach ein bisschen, bis es gerichtet ist und dass man das einfach mit da hat. Wenn man es dann nicht braucht, ist gut, aber wenn man es braucht, ist auf jeden Fall alles da. Und dabei ist natürlich wichtig, dass man darauf vorbereitet ist, dass man wenig sieht, nichts sieht, wenn es blutet. Ja. Videolaryngoskopie klingt gut, aber mit Blut im Mund ist ein Videolaryngoskop einfach, wenn es blöd läuft, nutzlos. Ja, weil sobald vor der Kamera Blut ist, sieht man nichts mehr. Und Absaugbereitschaft muss definitiv hergestellt werden. Also das ist sicherlich eines der ersten Sachen, dass man einfach einen großen Absaugkatheter hat, Absaugpumpe läuft, dass das einfach mit dabei ist. Okay. Das heißt, Stufe 2, wir bereiten uns mental schon vor auf eine mögliche Atemwegssicherung, auch wenn das in der Situation vielleicht noch so klingt, wahrscheinlich brauchen wir es eh nicht. Aber trotzdem mal das Team vorbereiten lassen. Die zweite Variante ist, trotzdem die Patienten eher wach lassen und sedieren nur sehr, sehr zurückhaltend. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Solange die halt noch spucken können, sollen sie spucken und sitzen. Schutzreflexe ist einfach. Genau. Schutzreflexe müssen erhalten bleiben. Ich denke, das ist sicherlich wichtig. Wie ist mit Sauerstoff? Ich würde die wahrscheinlich dann versuchen aufzuoxygenieren, wenn es schon ein bisschen schwierig ist, zumindest über die Nase so. Wenn das funktioniert, ich glaube, man muss auch immer gucken, ein Patient, der Blut spuckt, schlecht Luft kriegt, da ist immer die Frage, wie sehr ich ihn zwingen kann, auch den Sauerstoff in der Nase zu lassen. Ja, ich meine, man weiß, dass eine Präoxygenierung mit 2 Liter über die Nase nicht viel bringt. Also wenn, dann müsste man ja wirklich Maske fest aufs Gesicht und so. Und das unter Blutspucken ist natürlich extrem schwierig. Aber wenn es funktioniert, klar, so alles, was geht, ist gut. Transport nicht verzögern,
Ja, das versuchen parallel zu machen. Und klar, wenn es ein bisschen was hilft, man noch ein bisschen Sauerstoff in die Lunge bekommt, ist sicherlich eine gute Sache. Okay. Und das, was du gesagt hast, was ich ganz wichtig finde, das ist das Klassische, was mir auch immer wieder passiert bei der Intubationsvorbereitung, die Absaugbereitschaft. Genau. Ja, die Absaugbereitschaft. Und zwar mit dem fetten Katheter, nicht mit dem ganz, ganz dünnen, millimetergroßen, sondern mit dem ganz dicken. Genau. Und man Okay. braucht auch, das ist auch wichtig, ich meine, es geht dann irgendwo eine Blutkoagel, dann ist der Absaugkatheter verstopft, dann braucht man noch einen. Also da lohnt sich es auch wirklich zu sagen, ey, wir haben eine Handvoll davon einfach da liegen und wenn einer dicht ist, dann wird der nächste genommen und abgesaugt. Oder der Fingertipp wird vom Schlauch weggemacht und der dicke Schlauch direkt reingehalten. Ja. Und man nimmt sich sogar vielleicht eine zweite Absaugpumpe dazu, wenn das Reservoir in der Absaugpumpe voll ist, dann braucht man vielleicht noch mehr. Also da muss man einfach dran denken und ein bisschen einfach sich sozusagen alle Ressourcen nehmen, die man halt einfach greifbar hat. Ja, okay, Chris. Was wäre jetzt, jetzt haben wir gerade besprochen, was sind so die Erstmaßnahmen, wie geht es dann weiter, ne? Auf was muss man so ein bisschen aufpassen? Jetzt reden wir mal über den Worst Case, Atemwegssicherung bei der schweren Blutung. Was ist denn eigentlich der Grund für dich zu sagen, okay, so, stopp, wir lassen das Auto jetzt stehen. Zum Beispiel, du bist am Transport, wir müssen den jetzt intubieren. Was wären so deine Entscheidungskriterien, überhaupt einmal so zu eskalieren? Okay, also ich denke, wenn wie immer der Anästhesist an sich sagt, Schutzreflexe müssen vorhanden sein, also wenn die Schutzreflexe schwierig werden, Bewusstseinstrübung, Aspiration, schon stattgehabte Aspiration, das ist mit Sicherheit ein Kriterium. Ich denke, wer das schon mal vielleicht auf intensiv gesehen hat, eine Lungenblutung, wo Blut in der Lunge ist und man weiß, selbst wenn ich beatme, kann ich Sauerstoff geben, so viel ich will. Wenn diese Blutkoagel in der Lunge sind, dann ist die Beatmung fast unmöglich. Da würde ich schon vielleicht ein bisschen früher sagen, wenn ich merke, boah, der Patient aspiriert, der kriegt das Blut nicht raus, dass man eben da eine Intubation macht. Sonst Sättigung. Sehe ich eher entspannt. Also ich finde, ein Patient, der stabil 85% Sättigung hat, da ist der Ton zwar fies, der hört sich fies an, aber wenn es stabil bleibt, warum nicht? Dann ist es so. Ja? Also da würde ich lieber sagen, okay, ich warte mal noch 10 oder wir fahren noch diese 10 Minuten ins Krankenhaus, wenn es dabei stabil bleibt, bevor ich mir Mit Probleme mache, entsprechender mit Vorverständigung, entsprechender dass dann das Vorverständigung und ganze so Team. weiter. Und natürlich auch Vorbereitung, weil wenn es weiterfällt, habe ich natürlich nicht mehr viele Optionen, das stimmt schon. Aber da würde ich vielleicht auch ein bisschen tiefere Sättigung als normal akzeptieren, wenn sie denn stabil bleibt. Aber ist natürlich extrem gefährlich und kommt auch darauf an, wie der Patient drauf ist. Ja, Bewusstlosigkeit mit Sicherheit, was zum Intubieren, das ist klar. Und wie gesagt, Aspiration an sich ist sicher so die. Das waren jetzt so A, B. Was ist mit Hämodynamik? Gibt es da irgendwo für dich einen Trigger? Der schwere Schock, würdest du da, sagen mal, aber der Patient ist schockig, aber noch wach, wäre das schon was, wo du sagst, oder dann lieber Nee, nicht? da eher nicht, weil ich natürlich immer weiß oder bedenken muss, dass die Narkoseeinleitung an sich den Schock erstmal nicht besser macht. Ja, also auch da die Sättigung, wenn es denn einigermaßen stabil ist. Ich meine, natürlich kann ich mit Ketamin einleiten, aber natürlich nehme ich endogene Katecholamine auch mit Ketamin. Das heißt, der Blutdruck wird auch mit Ketamin irgendwie fallen. Und der Patient tachykard werden und so. Also das wäre für mich jetzt nicht unbedingt ein Grund, wenn denn die Oxygenierung noch passt. Okay, also Ziel AB stabil und das C-Problem lösen wir nicht durch die Intubation, Genau, würde das ich lösen nochmal sagen. wir eher durch Infusionstherapie. Ja, weil ich meine, der Vorteil ist vielleicht, ein kleiner Vorteil, wenn man denn einen sehen will, das geht eher um junge Patienten, die relativ viel kompensieren können. Also auch die Blutverluste mal kompensieren können. Und man sagt, naja, dann ist er halt jetzt mal tachykard und der Blutdruck ist nur 90. Bevor ich jetzt anfange, dem armen Kind da irgendwie akupunkturmäßig zwei Zugänge zu legen und ein bisschen Infusion zu infundieren, dafür aber eine Viertelstunde Zeit zu verlieren, eher versuchen, ins Krankenhaus zu kommen. Okay. Ja, also so ein bisschen, da muss man einfach auch schauen. Sozusagen, je ländlicher, desto mehr Probleme hat man. Ja, diese Entscheidung zu treffen. Im Stadtgebiet, wenn ich in 5 Minuten in der HNO-Klinik bin oder im Schockraum bin, okay. Aber irgendwo auf dem Land, wo ich erstmal 45 Minuten fahren muss, ja. Oder dann irgendwo hinfliegen, wo du dann nicht Oder ich bin im hinkommst. Hubschrauber, wo ich sage, im Hubschrauber komme ich gar nicht hin und so, da habe ich dann wieder ein Problem. Ja, sind immer so die Die Einzelfallentscheidungen. Zwischenlandung, na gut. Genau. Okay, aber jetzt Worst Case, du Okay. entscheidest dich zur Intubation oder wirst gezwungen zur Intubation, Atemwegssicherung bei der schweren Blutung. Was sind so deine Konzepte? Ein bisschen was haben wir schon besprochen Genau. beim Video. Ich verlinke das auch zum schwierigen Atemweg, aber Genau. so schnell was fällt, geht dir da durch den Kopf. Es gilt das Gleiche, wie wir wahrscheinlich schon gesagt haben. Also wichtig ist eine Narkoseeinleitung, die relativ stabil bleibt, also ketaminbasiert oder ketaminlastig. Bisschen Dormicum dazu, dran denken, mit Sicherheit relaxieren,
großzügig relaxieren, dass man schnell bestmögliche Interpretationsbedingungen hat. Es sollte alles vorbereitet sein, Absaugpumpe vorbereitet sein. Videolaryngoskop ist eine gute Idee, auch primär, aber man muss bedenken, wenn viel Blut da ist, kann es sein, dass man nichts sieht. Das heißt, man kann natürlich auch direkt laryngoskopieren mit dem Videolaryngoskop. Kann man mal probieren, vielleicht sieht man ja was. Und dann einfach mal schauen, ob man was sieht. Wenn man nichts sieht, eine oder vielleicht sogar zwei Absaugkatheter an Absaugpumpen einfach links und rechts in den Mund reinstecken. Schwierig ist, dass der laryngoskopiert, dann den Tubus in der Hand hat und eventuell noch absaugen muss. Das kann mal ein Handproblem sein, weil mehr als zwei haben wir einfach nicht. Ja, und wenn dann noch ein zweiter und ein dritter mit absaugt, dann wird es irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Ja, also das kann alles Probleme machen, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre. Ich glaube, das kam auch in der Frage der Kollegin, wie wir auf dieses Thema kamen. Die kam das mit vor, ob wir oder ob ich einen Larynxtubus verwenden würde oder eine Larynxmaske. Puh. Das wäre für mich eigentlich ehrlich gesagt, also Larynx-Tubus bin ich eh kein großer Fan von, muss man sagen. Und auch die Larynx-Maske wäre jetzt, also ich würde es nicht versuchen, um damit die Blutung zu komprimieren und zu stillen, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also die Idee quasi genau beim Larynxtubus durch diesen großen Kaff, da Genau, was. genau. Ich meine, man kann das natürlich, wenn es gar nicht geht und bevor der Patient nicht oxygeniert wird und alles totale Katastrophe ist, kann man es machen, aber das jetzt als primäre Wahl. Eher nicht. Also da würde ich schon versuchen, die Intubation, dass mir die Intubation gelingt. Ja. Bevor ich dann den nächsten Schritt gehe und sage, es geht gar nichts, ich sehe nichts, der Patient hat aspiriert, ich habe wirklich eine akute cannot ventilate, cannot intubate Situation, bevor ich dann sage, okay, ich muss doch eine Koniotomie machen, präklinisch, ist das ein Zwischenschritt, wo man sagt, da kann man drüber nachdenken. Ja, wenn ich einen Larynx-Tubus habe, den mal einzusetzen, zu gucken, ob es funktioniert, oder auch die Larynx-Maske einzusetzen, damit ich wenigstens oxygenieren kann. Aber man muss eben mit diesen beiden Verfahren dran denken, das ist halt kein Aspirationsschutz. Also es kann natürlich dann eher unbemerkt weiter bluten und das Blut kann dann unbemerkt einfach weiter hinten runterlaufen. Ja.